Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich habe mal wieder den Geistesblitz jetzt gehabt. Was komplett fehlt, ist den Mörderburger vom Bones von 187 Undercover zu testen. Ich war so begeistert, als ich letztes Mal da war. Aber natürlich darf auch sowas nicht fehlen. Ich denke, das ist auch für alle interessant, mal zu schauen, wie performt der, wenn ich mir jetzt random jemanden von der Straße hole und da was rausholen lasse. Also ich bin maximal gespannt. Wir werden gar nicht lang labern. Ich hole direkt jemanden an den Start hier, der uns was rausholt. Dann werden wir drei Runden machen, genau die gleichen wie letztes Mal. Können auch so einen kleinen Vergleich machen von der Optik. Wenn mein Cutter das geschissen kriegt, filmen wir, wenn nicht. Wir gucken mal, ich hole jetzt jemanden an den Start. Also ich mache ja nicht auf Anfängerbasis, ne? Ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber ich mache auf Profibasis. Guck mal, was für einen Aufwand ich mir mache. Ich muss wahrscheinlich drei Undercover-Agenten raussuchen, weil ich werde drei Runden gehen. Und ich werde nicht jetzt alles auf einmal bestellen. Das kommt immer kacke. Ich will alles frisch haben, direkt in Ruhe was erzählen und nicht irgendwie Angst haben. So, jetzt wird das kalt oder so. Habe ich vielleicht auch mal gemacht und werde ich vielleicht mal machen, aber heute nicht. Das heißt, wir brauchen, glaube ich, drei Agenten oder einen, der lange Zeit hat. Wir werden drei Sachen alle einzeln rausholen, ganz entspannt, wenn wir das machen. Ich mache den 10 Minuten aufzuladen. Bin direkt zum Start, bin ich da. Guck mal, Leute, ich habe hier direkt einen Ehrensupporter am Start. Grüß dich, Rudi. Wie heißt du? Iker. Iker? Ja. Habe ich keine Ausgesprache gehört? Ja, passt schon. Wenn du alter Verwalter auf Englisch aussprechen würdest, wie würdest du es aussprechen? Keine Ahnung. Alter Verwalter. Ja, wahrscheinlich. Hast du auch Hunger? Nein, danke schön. Ehrlich nicht? Ich habe gerade gefrühstückt. Ich glaube, es ist halal. Alles gut, ich habe Okay, alles klar. Iker ist so ein Ehrenmann, Mann. An alle Türken, ist türkischer Name, habe ich gut ausgesprochen, ne? Ich bin voll stolz. Und denkt an heute, Daumen oben scheppern lassen. Wir müssen mal wieder ordentlich die Glocke unten klingeln lassen. Aber nochmal für euch, das ist echt ein unangenehmes Video für mich. Alleine, weil die echt sehr korrekt waren von 187. Klar, ich habe die Sachen gut bewertet, aber ist alles andere als selbstverständlich. Kuss geht nochmal raus an die Jungs. Die haben Welle gemacht per Instagram und haben das überall geteilt. Da habe ich mich richtig gefreut. Also danke, danke, danke nochmal. Aber egal was ist, ihr kennt mich, ich muss ehrlich sein, ne? Und wenn wir jetzt anfangen mit, der war unkorrekt, ich bewerte schlecht, der war korrekt, ich bewerte gut, macht keinen Sinn. Deshalb immer ehrlich sein und dann passt das. Anders geht das nicht. Da kommt der Ehrenmann. Geht's jetzt erstmal an den Fischburger. Viel Spaß. Irritiert. Ich habe den wirklich ganz frisch jetzt raus. Dass er ein bisschen kühl von unten ist, so auf die Schnelle. Das war beim, zum Beispiel beim anderen Burger nicht so. Ganz dickes Filet. Ist aber gefährlich. Das ist oft, wenn Filet so dick ist, ich werde jetzt nicht sagen, es ist fade, aber das von innen überall voll Power zu kriegen, geschmacklich, ist nicht leicht, denn es ist oft so ein bisschen, oh, fehlt was, langweilig. Von innen einfach nur Fisch, keine Würze. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja bei Schnitzel auch so, wenn Schnitzel zu dick wird. Ganz dunkel angeröstet diesmal das Bann. Das ist ganz geil, aber die Filets sind zu dick. Ich weiß nicht, ob die das immer so gemacht haben. Ich habe sehr Gutes über den Burger schon gehört, aber die sind zu dick. Ich habe mich vorher schon darauf eingestellt, habe mir die Frage gestellt, könnte ich einen Fischburger in mein Ranking mit reinnehmen? Habe gedacht, ja, Burger ist Burger, aber das wird nichts. Kommen wir hinten und vorne nicht hin. Das kommt gerade ein bisschen Power, wo das Filet nicht mehr so komplett quasi geteilt ist und ich nicht mehr so viel Fisch im Mund habe. Die Würze ein bisschen durch und das andere, aber das ist für mich nicht durchdacht. Weiß nicht, ob sie das geändert haben, aber das ist nicht gut. Schade. Das ist für mich eine klare 6-6. 0-1 mehr, 0-1 weniger, alles im grünen Bereich. Für mich eine 6-6. Gucken wir auf die anderen Burger. Da habe ich ganz viel erwartet vom Filet-O-Fisch. Wir sehen uns in Runde 2 beim Smash-Burger. Ich hoffe, der performt besser. Dann kommt, wie gesagt, noch der Chicken-Burger, der ganz stark performt hat. Und auch noch das Sandwich. Das wird noch ein wildes Ding. Dass das nicht untergeht beim Filet-O-Fisch. Immer noch lecker, ne? Immer noch vernünftig. Das ist auch 6-6. Ich habe nur so viele Wade. Deshalb war ich ein bisschen vor den Kopf gestoßen gerade. Ja, aber 6-6 ist, denke ich, in Ordnung. Ist ein leckerer Burger, kann man sich bestellen. Ne? Aber wir haben Besseres erlebt schon. Sagen wir es mal so. Dann willkommen zu Runde 2. Jetzt wird der Smash-Burger, wird jetzt gefetzt. Das ist irgendwie, hat nicht jeder Burger, ich muss es immer noch mal sagen. Und nicht jeder Laden. Irgendwie dieses typische McDonald's-Fastfood-Feeling, was ich begrüße. Der sieht schon verdammt knaftig aus. Verdammt, verdammt knaftig. Ich kann den nicht aufklappen. Manche machen das immer gerne. Ich mache es eigentlich gar nicht gerne. Ich kann den nicht aufklappen. Das tut mir weh. Das kommt mir vor, als würde ich den Burger verletzen. Das machen wir jetzt nicht. Der ist knusprig von außen. Das sieht schon gut aus. Dafür werde ich ihn jetzt essen. Dreckig aus der Hand raus, wie es sein soll. Das ist aber nicht. Mann. Versteckt mich. Schmackhaft. Eine Rundfahrt nochmal. Eine extra Rundfahrt für euch. Würde ich eine 8,4 geben. Immer noch. Mega heftiger Burger. Kennt ihr den hier? Ich liebe das immer bei den Leuten. Stell dir vor, erster Biss. Oh, das ist der heftigste Burger. Oh, das ist der geilste Burger, den ich je gegessen habe. Tomate drauf. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, das ist einfach ein rundes Ding. Das kannst du nicht anders sagen.
versuch's mal auf FIFA-Basis auszudrücken. Bei den Spielern gibt's da auch immer so Skills. Der Burger hat eine Top-Balance. Der kippt nicht in eine Richtung, so jetzt schmeckst du nur noch Fleisch, jetzt schmeckst du nur noch Käse, jetzt schmeckst du nur noch das. Es ist ein ganz ausgeglichener Burger. Schöne Salznote, schönes Fleisch, schöne Kruste. Nichts nimmt Überhand, auch nicht die Soße. Es ist ein ganz ausgeglichenes Ding. Leichte Schwachstelle würde ich irgendwo beim Bun ausmachen. So eine ganz leichte Trockenheit. Ich kann euch auch direkt mal eine Illusion nehmen. Ich denke, viele von euch, und das ist ja auch völlig normal der Gedanke, und ich würde sagen, den Gedanken hatte ich auch mal, ist, es gibt jeden Tag frisch Buns in so einem Laden. Das funktioniert aber nicht. Du kriegst eine dicke Ladung, einen Tag läuft es mehr, einen Tag läuft es weniger. Und die Buns halten sich auch mal 2-3 Tage. Kannst du Pech haben, kannst einen Bun auch mal am zweiten Tag haben. Am dritten Tag, was ist denn so? Und dann ist er nicht mehr ganz so frisch. Ist ja auch irgendwo richtig, man kann nicht alles wegschmeißen. Kann man vollkommen verstehen, aber absolut im Rahmen. Nicht falsch verstehen. Das ist schon ein starkes Ding. Das Ding ist für mich eine 8,4. Das ist ganz stabil. Ganz oben spielt es nicht mit, aber es ist ein ultra leckerer Burger. Safe, einer der besten in Hamburg. Ganz starkes Ding, würde ich mir jederzeit wiederholen. Wir gehen direkt in Runde 3 mit den Chicken Burger. Das, was von den Burgern am stärksten war. Meiner Meinung nach, auf den letzten Versuch bezogen, auf den letzten Test, einer der besten in Deutschland, Chicken Burger. Was an dem halt so special ist, die benutzen halt dieses eingelegte Gemüse und auch Gurken ist auch eingelegt, ihr wisst, was ich meine. Aber diese Kombi mit der Soße noch dazu ist Welt. So, ab geht die Luzi. Als Folgendes passiert, ich habe so viel vorhin gelabert, aber ich dachte mir, ich will den Iker nicht zu sehr belasten. Ich habe doch 2 Burger auf einmal geholt. Den hier kannst du, weil er kurz gelegen hat, kann ich jetzt nicht fair bewerten. Der ist nicht mehr heiß genug, ist nicht mehr fresh genug. Wir müssen tatsächlich den Iker gleich nochmal einschicken. Machen wir eine ganz frische Runde. Gleich kommt er nochmal neu. Vielleicht in der Zeit noch, bis der neue kommt. Nochmal ein paar Einblicke aus dem letzten Video, als wir den ganz fresh mit Kamera bekommen haben. Und dann haben wir gleich den perfekten Vergleich, wenn der frische Burger gleich kommt. I can never trick. And my bank account bigger. And my body count big. It's a lot of cloud. What you all about? Beim Chicken Burger gebe ich 8,6 Punkte. Das ist der frische Chicken Burger. Aber direkt diesmal. Er ist direkt raus, direkt in die Hand. Das waren 1,5 Minuten jetzt allerhöchstens. Ich merke auch vor, war der ein bisschen kalt unten. Ist er jetzt nicht? Also keine Frage, Bun ist Schwachpunkt heute. Kann ich nur sagen. Also Burger von mir zusammengefasst. Bun heute schwächer. Chicken war auch schwächer. Es war so ein bisschen das Feeling, als hätte das schon ein bisschen, ich habe es ja wirklich ganz frisch gekriegt. Nicht mehr dieses knackig, krosse Hähnchen, sondern ganz klein wenig länger irgendwie in der Tüte gewesen, was ja nicht war. Etwas trockener, nicht mehr ganz so saftig, ganz so zart, aber immer noch ein sauleckerer, saustarker Burger. Für mich eine 7,9 dieses Mal. Immer noch empfehlenswert, aber nicht mehr so stark wie letztes Mal. Jetzt zu einer ganz schnellen, knackigen vierten Runde das Sandwich. Das ist schon sau verdammt starkes Ding mit Brot von Jochen Gauss, Sauerteigbrot, ganz stark, geiler Käse. Ich blende mal ein, was ich letztes Mal gegeben habe. Jetzt für mich eine 9,7 Punkte. Das ist das beste Sandwich meines Lebens. Ach, ihr seht hier das eingelegte Gemüse auch wieder mit drin, ne? Unter Vorbehalt, kurze, knackige Bewertung. Das ist einfach saftiges, geiler Käse. Es ist kross, es ist knackig. Super geiles Sandwich. Das lag da auch noch kurz drin, aber hat gefühlt keinen Abbruch getan zur Quali. Aber ich würde trotzdem 9 von 10 geben. Danke fürs Zuschauen, Leute. Lasst gerne mal wieder den Daumen richtig scheppern da unten. Einmal runter, zack, Daumen oben knallen lassen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video. Auch gerne euer Kommentar, was als nächstes getestet werden muss. Schalte. Auch vielleicht undercover. Und dann sage ich einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal.